Hallo ihr Lieben! Wie ihr dem Videotitel bereits entnehmen konntet, soll es heute ein Gewinnspiel geben. Und das ist nicht irgendein Gewinnspiel, sondern das ist ein Gewinnspiel anlässlich der 4000 Abonnenten, die dieser Kanal jetzt hat. Also inzwischen sind es, glaube ich, sogar 4200 und das ist einfach nur heftig. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, wo ich damals mit dem ganzen Kram hier angefangen habe, dass es mal so viel werden könnte. Ich habe mich damals über die 500 extremst gefreut. Ich habe hier Luftsprünge gemacht und bin kreischend im Kreis gerannt, als ich die 1000 hatte. Und jetzt sind es schon 4000 und das ist einfach nur mega, mega, mega krass. Und ich habe mir gedacht, dass das ein guter Anlass für ein Gewinnspiel ist, denn ich möchte euch gerne etwas Gutes tun. Und ich möchte mich einfach mal bei euch dafür bedanken, dass ihr immer ganz, ganz fleißig meine Videos schaut, kommentiert und liked und teilt. Deswegen habe ich Ende letzten Jahres einige Verlage angeschrieben und habe gefragt, ob sie mich denn bei meinem Gewinnspiel unterstützen würden. Und ich habe ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Und ganz, 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 ganz lieben Dank erstmal an alle Verlage, die mir Bücher für diese Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Ich habe mich mega gefreut und ich hätte niemals, wirklich niemals mit so einem Wahnsinns-Feedback gerechnet. Und deswegen ein riesengroßes, fettes Dankeschön an alle Verlage, die mich bei diesem Gewinnspiel unterstützen. Danke, danke, danke. Ohne euch wäre das in dieser Art und Weise hier gar nicht möglich gewesen. Und ich habe, wie ich eben schon bereits sagte, einige Bücher von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese kann ich jetzt an euch verlosen. Und weil das einfach so extrem viele Bücher geworden sind und ich jetzt dachte, ich verschicke diese jetzt alle nicht einzeln, machen wir es so und ich mache Buchpakete. Ich habe verschiedene Buchpakete gepackt. Einmal sind es nur Jugendbücher, einmal nur Liebesromane, dann habe ich noch ein bisschen was gemischt und ja, diese Buchpakete zeige ich euch jetzt. Ihr könnt diese Buchpakete gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz, ganz einfach. Ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und ja, ihr solltet mir einfach nur beantworten, warum ihr dieses Buchpaket haben möchtet. Schreibt die Nummer Paket 12345. Ich verlinke sie euch auch alle unten nochmal in der Infobox. Einfach in die Kommentare, welches Paket ihr wollt und warum ihr das Paket gern hättet. Und mehr müsst ihr dafür nicht tun. Ansonsten die weiteren Teilnahmebedingungen sind noch, dass keine Barauszahlung des Gewinns möglich ist und der Versand nur innerhalb von Deutschland erfolgen kann. Denn der Versand ins Ausland ist einfach mal mega heftig teuer und das kann ich mir leider nicht leisten. Deswegen der Versand nur innerhalb von Deutschland und ja, ich schreibe alle Teilnahmebedingungen auch nochmal unten in die Infobox. Das Gewinnspiel endet am 27. Februar, also sprich heute in 3 Wochen. Alle, die bis zu diesem Datum mitmachen, landen am Ende im Lostopf und ich werde die Gewinner dann hier auf diesem Kanal bekannt geben. Und ich bitte dann die Gewinner einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, ich blende sie hier unten nochmal ein, dann an mich zuzusenden. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch viel mehr drum herum rede, zeige ich euch erstmal die Buchpakete, die ihr gewinnen könnt. Und ich freue mich einfach so, dass wir das Gewinnspiel jetzt endlich machen können. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit Buchpaket Nummer 1. Im ersten Buchpaket befinden sich diese Schätzchen hier. Das ist ein Buchpaket mit fast nur Liebesromanen, bis auf das hier. Hier weiß ich nicht, ob das ein reiner Liebesroman ist oder ob das noch so ein bisschen eine andere Geschichte ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch diese Bücher jetzt nochmal genauer, die ihr hier gewinnen könnt. Das erste Buch in diesem Paket ist Ab morgen für immer von Leslie Cohen. Und Ab morgen für immer ist eine Liebesgeschichte, wo es um einen Mann und eine Frau geht, die sich treffen und nicht verlieben, sondern sie begegnen sich in den nächsten 10 Jahren immer und immer wieder und irgendwie passt es einfach nie und die beiden finden nicht zueinander. Und wie gesagt, 10 Jahre später ist es dann soweit und dem Glücklichsein der beiden steht eigentlich nichts mehr im Weg, aber es kommt ja dann meistens doch anders, wie man denkt. Und was genau mit unseren zwei Charakteren in dieser Geschichte hier passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in Morgen für immer geht. Und ich habe das Buch persönlich nicht gelesen, wie auch die anderen Bücher in diesem Paket nicht. Das sollte ich gleich vorab sagen. Deswegen kann ich zu den Büchern im Endeffekt nicht wirklich viel sagen, aber ich finde, es klingt nach einer richtig tollen, süßen Liebesgeschichte. Und Ab morgen für immer ist Buch Nummer 1 in diesem Paket. Und Buch Nummer 2 ist Juli verteilt das Glück und findet die Liebe von Tanja Kokoska. Und ich finde auch, dieses Buch klingt nach einer richtig, richtig tollen Liebesgeschichte. Und zwar geht es in diesem Buch um Juli. Und Juli hat eine besondere Gabe, nennen wir es jetzt einfach mal. Sie kann sehr, sehr einfühlsam mit Menschen umgehen. Und so tut Juli den Menschen in ihrem Umfeld immer helfen, wenn sie Probleme haben oder sie bedrückt sind oder mit Situationen nicht umzugehen wissen. Und ja, ihrem eigenen Glück steht Juli aber irgendwie immer im Weg. Doch dann taucht Oskar auf und Oskar scheint alles zu sein, was sie sich immer erträumt hat. Und ja, was Juli nicht ahnt, dass er ein Geheimnis verbirgt. Ein Geheimnis, was mit ihrer Familie zu tun hat. Und was das für ein Geheimnis ist und was mit Juli und Oskar alles passiert, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Ich finde auch, dass das richtig, richtig toll klingt. Und ja, Juli verteilt das Glück und findet die Liebe ist Buch Nummer 2.
Und das dritte Buch in diesem Paket ist Offline ist es nass, wenn es regnet. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ich habe mir jetzt nicht jede Inhaltsangabe zu den ganzen Büchern hier merken können, wenn ich ehrlich bin. Deswegen muss ich ab und zu mal abspicken. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Schätzchen hier geht. Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag die Haustür und dort liegt dein Geschenk. Ein riesiger Wanderrucksack, ein paar Wanderschuhe und ein Trailer-Tagebuch für den Yosemite Nationalpark. Würdest du loslaufen? Marie entscheidet sich genau dafür, obwohl sie noch nie mehr als 10 Schritte zu Fuß getan hat. Von heute auf morgen tauscht sie Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und Blasen an den Füßen. Aber auch gegen Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch. Warmherzige Begegnungen, mutige Entscheidungen, denn Yosemite verändert jeden. Und ich finde, das klingt nach einer richtig, richtig coolen Geschichte. Und ja, Offline ist es nass, wenn es regnet, ist Buch Nummer 3. Und dann gibt es noch 3 weitere Bücher in diesem Paket und diese 3 Bücher gehören zusammen. Und zwar sind das 3 Teile der Jessie Jefferson-Reihe von Paige Toon. Das unglaubliche Leben der Jessie Jefferson, das wilde Leben der Jessie Jefferson und das verrückte Leben der Jessie Jefferson. Und in dieser Reihe geht es um ein Mädchen, die herausfindet, dass ihr Vater ein ganz berühmter Rockstar ist. Und sie möchte ihren Vater dann natürlich kennenlernen. Und was daraufhin bei Jessie in ihrem Leben alles passiert, was sich verändert, wie ihr Vater reagiert, das ist es, worum es in diesen Büchern geht. Und ich finde auch, dass sich das hier echt nach einer richtig coolen Reihe anhört. Und ja, diese Bücher gehören auch noch mit in Buchpaket Nummer 1. Das sind alle Bücher aus dem ersten Paket. Also wenn ihr dieses fette Buchpaket hier gewinnen wollt, dann schreibt einfach wieso, weshalb, warum. Einfach nur einen kurzen Satz, eine kurze Erklärung und mehr müsst ihr nicht tun. Und ja, ich finde dieses Paket mega cool. Ich bin ehrlich, ich muss sagen, bei einigen Büchern bin ich echt neidisch, dass ihr die bekommt. Die hätte ich selber gern. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht jedes Buch selber besitzen und ich gebe es euch ja gerne. Deswegen meckere ich jetzt hier nicht weiter rum. Und ja, das war Buchpaket Nummer 1. Kommen wir zu Buchpaket Nummer 2. Das erste Buch vom zweiten Buchpaket ist Clans von Cavalon, der Zorn des Pegasus von Kim Forrester. Und in diesem Buch geht es um eine High-Fantasy-Welt, in der es verschiedene Fabelwesen gibt und Menschen. Und es ist eigentlich so, dass diese Fabelwesen Seite an Seite in Frieden mit den Menschen leben. Doch auf dem Friedensfest ist es so, dass das Dorf von Sam angegriffen wird. Und zwar von niemand anderem als Pegasus. Dabei gelten diese Wesen als ausgestorben. Und ja, Sam muss aus seinem Dorf fliehen, um zu überleben. Und er flieht in die wilden Lande. Und ja, was Sam dann dort alles erlebt und was es mit dem Pegasus auf sich hat, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, dass dieses Schätzchen, was hier vor kurzem auch erst erschienen ist, klingt nach einer echt coolen Jugend-High-Fantasy-Geschichte und ja, ist Buch Nummer 1 in Buchpaket 2. Und jetzt kommt ein Flugzeug. Buch Nummer 2 in diesem Buchpaket ist Home von Eva Siegmund. Und Home ist der erste Teil einer Reihe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es eine Trilogie ist, eine Dilogie. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Teile diese Reihe haben wird. Ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Home geht. Und ich finde, dass dieses Buch auch echt nach einer richtig coolen Geschichte klingt. Und ja, ich lese einfach mal. Stell dir vor, dein Leben ist perfekt. Deine Eltern lieben dich, du hast einen tollen Freund, bist beliebt und gut in der Schule. Du bist für eine ganz spezielle Mission ausgewählt. Dein Freund wird mit dir gehen. Für ihn gibt es kein schöneres und besseres Mädchen auf der Welt als dich. Du wirst eine Führungsposition übernehmen, deine Lehrer und Trainer sind zufrieden mit dir. Es könnte nicht schöner sein. Und dann wachst du auf. Ich weiß, dass es in diesem Buch um Zoe geht und dass Zoe das perfekte Leben führt und dass sie eines Tages erwacht und man ihr sagt, sie hätte im Koma gelegen und das alles nur geträumt. Doch Zoe kann das irgendwie gar nicht glauben, weil ihr alles so real vorgekommen ist. Und ja, Zoe versucht den Ganzen auf den Grund zu gehen und ja, was dann mit ihr alles passiert und was sie dort in dieser Geschichte erlebt, das ist es, worum es in Home geht. Und ich finde, das klingt echt nach einer mega, mega coolen Geschichte und ich möchte einmal sagen, dass ich das Cover wahnsinnig toll finde. Ich liebe dieses Cover. Hier unten mit der Stadt und hier oben mit dieser Villa. Das ist einfach, ich finde das einfach mega cool. So, und bei Home sei noch gesagt, dass es Home insgesamt 3-mal geben wird. Und ja, ihr könnt euch also, wenn ihr Home unbedingt haben wollt, auf mehrere Pakete auch bewerben. Ich habe das Buch insgesamt 3-mal vom Verlag bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ihr seid echt verrückt. Und machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und auch dieses Buch habe ich insgesamt 3-mal vom Verlag bekommen. Und ja, das ist Bienenkönigin von Claudia Praxmeier oder Praxmeier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das genau jetzt ausspricht. Und Bienenkönigin ist ein Jugendthriller. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. In meiner zitternden Handfläche liegt, matt in der Sonne schimmernd, eine nachtschwarze Biene. Doch jenes unheimliche Wesen, das Mel eines Tages vor dem Bienenstock im Garten ihrer WG findet, ist keine der samtigen Bienen, die sie so liebt. Ganz im Gegenteil.
Es ist eine tödliche Miniaturdrohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden Artgenossen abgesehen hat. Nur, wer würde die ohnehin schon bedrohten Bienenvölker um San Francisco ausrotten wollen? Mel und ihre 4 WG-Freunde sind entsetzt und beginnen nachzuforschen. Und ihre Ermittlungen führen sie unversehens mitten hinein in eine hochbrisante Verschwörung. Und ich finde, das klingt echt richtig gut. Ich muss sagen, Bienensterben ist ja wirklich so ein aktuelles Thema, was es ja weltweit gibt. Und ja, dass jemand da einen Thriller draus geschrieben hat, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ich würde dieses Buch auch gerne lesen. Aber ich habe es nicht. Deswegen lest es und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Bienenkönigin ist Buch Nummer 3 im zweiten Buchpaket. Bei Bienenkönigin bekommt jeder, der das Buch gewinnt, noch 2 solche Pflanzsamen mit da dazu. Da sind verschiedene Sachen drin. Zum einen Klatschmohn, Goldmohn, Sonnenblume, roter und blauer Lein, Boretsch, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, und Bienenfreund. Ich bin jetzt mit Garten und Blumen nicht so wirklich up to date, das ist nicht mein Thema. Auf jeden Fall kriegt ihr 2 dieser Pflanzkugeln noch mit zu den Büchern dazu. Und ja, da könnt ihr euch dann was anpflanzen, auf den Balkon stellen oder so und dann warten, dass ein paar Bienen vorbeifliegen. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank an den Verlag an dieser Stelle nochmal. Kommen wir zum vorletzten Buch in diesem Paket und das ist eins von meinen Büchern, was ich beim Anhaul ja schon aussortiert hatte. Ich hatte euch ja in dem Anhaul schon gesagt, dass ich 4 Bücher für ein Gewinnspiel beiseite tue und jetzt kommt das erste von den 4 Büchern und zwar ist das Die Sprache der Dorn von Leigh Bardugo. Die Sprache der Dorn ist ja eine Märchensammlung quasi, wo es um Fabeln und Legenden aus der Welt der Kreischer geht. Also das sind Geschichten, die die Völker in der Welt der Kreischer sich selber am Lagerfeuer erzählen würden. Und ich habe diese Kurzgeschichten gelesen, ich fand sie auch wirklich richtig cool. Und ich finde auch, dass diese Illustrationen, die hier in diesem Buch drin sind, immer noch wunderschön sind. Und da mir damals ganz, ganz viele Leute kommentiert haben und auch geschrieben haben, dass sie das Buch richtig toll finden, es aber ihnen einfach zu teuer ist dafür, dass es halt wirklich nur so eine Kurzgeschichtensammlung ist, habe ich mir gedacht, ich verlose das Buch mit an euch, denn ich weiß nicht, ob ich es jemals nochmal lesen werde, da es halt wie gesagt keine richtige Geschichte ist und deswegen dachte ich, ich mache einem von euch noch eine Freude damit und verlose es mit an euch. Und ja, wer dieses Schätzchen hier mit gewinnen möchte, wer die Griecherwelt genauso liebt von Leigh Bardugo wie ich, der sollte auf jeden Fall mal hier ein Auge auf dieses Buch hier werfen. Ich finde es richtig cool, ich mochte die Kurzgeschichten und ja, das ist Buch Nummer 4 im zweiten Buchpaket. Und das 5. und letzte Buch in diesem Paket ist auch eine Neuerscheinung. Dieses Buch ist jetzt auch im Februar erst rausgekommen und ich bin echt neidisch auf denjenigen, der dieses Buch gewinnt, denn ich habe es nicht. Ich würde es aber auch selbst sehr gerne lesen und zwar ist das Heartless, der Kuss der Diebin von Sarah Wolf oder Sarah Wolf. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine deutsche Autorin ist oder nicht. Und ja, ich finde diese Geschichte hier klingt richtig cool. Ich habe das Buch in meinem Neuerscheinungsvideo mit vorgestellt. Zum Inhalt, unsere Protagonistin hat ihre Seele wohl irgendwie an eine Hexe verkauft und um diese Seele wiederzubekommen, muss sie jetzt den Prinzen verführen quasi und ihm einen Kuss stehlen und damit die Hexe dann quasi den Prinzen seine Seele versklaven kann und dadurch kriegt unsere Protagonistin wohl ihre Seele wieder. So der Plan, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Und natürlich passiert das, was passieren muss. Und unsere Protagonistin und der Prinz verlieben sich ineinander. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was tun? Und ja, das ist es, worum es in Heartless, der Kuss der Lieben geht. Und ich finde, das klingt einfach richtig, richtig gut. Und ja, ich beneide denjenigen, welchen wirklich, der dieses Buch hier gewinnt. Denn ich würde es, wie gesagt, selber gern lesen. Ich finde auch das Cover wunderschön. Und ja, Heartless ist das 5. und letzte Buch im 2. Buchpaket. Kommen wir zum 3. Buchpaket und in diesem Buchpaket ist alles wieder so ein bisschen gemischt und zwar haben wir zum einen Liebesromane drin und dann noch 2 Thriller und ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Liebesromanen an und das erste Buch in diesem Paket ist Pure Desire, Nur Du von Mia Williams. Das ist auch eins von den Büchern, die ich quasi zur Verlosung mit beigetragen habe. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe und wer mein Video dazu gesehen hat, weiß, dass mir der erotische Anteil in dieser Geschichte einfach zu hoch war. Ich fand die Geschichte an und für sich nicht schlecht, aber mir war wirklich dieser erotische Anteil hier ein bisschen zu hoch und es gab einen Charakter, der mich in diesem Buch einfach nur genervt hat und ja, deswegen werde ich dieses Buch definitiv nicht nochmal lesen und ich denke aber, dass es jemanden da draußen gibt, dem dieses Buch gefallen könnte und deswegen habe ich es mit in dieses Buchpaket gepackt und ja, wer nochmal genau mehr über Pure Desire wissen will, schaut in meinem Video dazu vorbei, da gehe ich dann auf den Inhalt und alles nochmal genau ein. Buch Nummer 2 in diesem Paket habt ihr eben auch schon mal gesehen und zwar ist das Juli verteilt das Glück und finde die Liebe, denn auch dieses Buch habe ich insgesamt 3 Mal vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen.
irre. Ich sage es ja, einfach irre, was hier los war. Bei diesem Buch habe ich ja eben schon gesagt, worum es geht, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es klingt einfach so süß. Die nächsten beiden Bücher in diesem Paket habe ich zu Hause, habe ich auch selber gelesen, fand ich richtig toll. Hier möchte ich auch auf jeden Fall die Fortsetzungen von diesen Büchern lesen. Die Fortsetzungen kommen hier Ende Februar raus, alle beide. Die waren auch jetzt mit im Neuerscheinungsvideo. Und zwar ist das einmal Heartless und Maybe This Time. Ich glaube, ich brauche jetzt zum Inhalt nicht nochmal irgendwas dazu sagen. Ich fand Heartless einfach ganz, ganz toll. Ich fand das Buch richtig, richtig toll. Es hätte für mich noch 50, 100 Seiten länger sein können damals. Und ja, ich freue mich jetzt hier auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil, der Ende Februar kommt. Und auch freue ich mich auf den zweiten Teil von Maybe This Time. Und auch dieses Buch fand ich wirklich einfach nur toll von der Geschichte her. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese Bücher nochmal mit vom Verlag bekommen habe, dass ich sie an euch verlosen kann. Denn wie gesagt, ich fand, es waren zwei wirklich richtig tolle, zuckersüße, niedliche Liebesgeschichten. Machen wir weiter mit dem vorletzten Buch in diesem Paket. Und zwar ist das You, Du wirst mich lieben von Caroline Kepnes. Und hier ist ja jetzt vor kurzem die Netflix-Serie rausgekommen. Ich habe diese Serie angefangen zu gucken und ich muss sagen, ich finde diese Serie echt gut. Dieser Typ, also es geht in diesem Buch und auch in der Serie um diesen Typen, der in diese Frau verliebt ist und wirklich alles dafür tut, um mit ihr zusammen zu sein. Und dieser Typ ist so psychotisch und so krank im Kopf und ich kann ihn teilweise aber sogar verstehen. Das ist so, das ist das Krasse daran. Ich kann teilweise das nachvollziehen, was er denkt und fühlt. Ich würde zwar nicht so bekloppte Handlungen machen wie er, aber ich kann das ein Stück weit verstehen. Und das, finde ich, hat mir an der Serie sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich denke, wenn die Serie schon so gut ist, Bücher sind ja eigentlich immer besser als Filme und Serien, dann sollte dieses Schätzchen hier auch echt richtig gut sein. Und mehr gibt es zu You eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist eine richtig coole Geschichte. Ich finde die Serie sehr, sehr cool und ich denke, dass das Buch auch echt richtig, richtig gut ist. So, kommen wir zum letzten Buch von diesem Paket. Und zwar ist es ein Buch, was noch gar nicht erschienen ist. Dieses Buch ist so aktuell, dass es erst am 18. Februar rauskommt. Und zwar heißt dieses Buch Side Effect von Lukas Erler. Ich blende euch das Cover hier einfach einmal ein. Dieses Buch erhaltet ihr dann natürlich auch noch mit als richtiges Buchbuch. Aber wie gesagt, es ist noch nicht erschienen, deswegen konnte der Verlag es mir noch nicht zuschicken. Sie haben mir aber gesagt, sobald das Buch raus ist, kriege ich es noch zugeschickt für die Verlosung. Und dann geht es natürlich noch mit in das Paket. Und da die Verlosung sowieso bis Ende Februar läuft, das Buch am 18. rauskommt, denke ich mal, habe ich es dann auch pünktlichst zum Verschicken der Pakete hier. Und worum es in diesem Buch geht, das lese ich euch jetzt mal vor. Und es ist auch ein Thriller. Plötzlich war sie weg. Kaum hat Ben begriffen, dass die faszinierende Nesrin mit den blauen Haaren etwas für ihn empfindet, da ist sie verschwunden. Hinterlassen hat sie nur einen Zettel mit einer Adresse in Amsterdam. Doch dort ist sie nie angekommen. Als Ben seiner Freundin hinterherreist, macht er eine merkwürdige Begegnung nach der nächsten. Ein Junkie empfiehlt ihm zu verschwinden. Im Hostel wird er überfallen. Dann taucht plötzlich Nesrins Bruder Emre auf. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Nesrin und geraten dabei in einen Sumpf aus krimineller Forschung, Menschenversuchen, legalen Drogen und großen Geschäften. Im Mittelpunkt ein skrupelloser Pharmakonzern und ein Mädchen mit blauen Haaren. Ob Nesrin noch zu retten ist? Ich finde, das klingt echt nach einer richtig coolen Geschichte und Side Effect ist das letzte Buch für dieses Buchpaket und auch hier muss ich sagen, dass ich finde, dass das Paket echt richtig cool ist. Machen wir weiter mit dem vierten und vorletzten Buchpaket und in diesem sind auch wieder nur Jugendbücher enthalten und ja, ich zeige euch jetzt, was für welche. Im vierten Buchpaket enthalten haben wir nochmal Home von Eva Siegmund und Bienenkönigin von Claudia Praxmeier. Ich sage jetzt einfach mal Praxmeier. Und ja, diese beiden Bücher hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Da brauche ich ja, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann ist in diesem Paket noch mit drin Immerwelt von Gina Showalter. Und auch das ist eins von meinen Büchern, die ich aussortiert habe. Immerwelt war einfach nicht meine Geschichte. Es konnte mich einfach nicht so 100% überzeugen, dass ich diese Reihe jetzt unbedingt weiterlesen wollte. Und da es viele Menschen gibt da draußen, die dieses Buch noch lesen wollten, habe ich mir gedacht, packe ich es mit hier in die Verlosung mit rein und gebe es mit an euch ab. Und ja, deswegen ist Immerwelt Buch Nummer 3 in diesem Paket. Wenn ihr nochmal mehr zu Immerwelt wissen wollt, dann schaut einfach in meinem Video, was ich dazu gemacht habe, vorbei. Dann wisst ihr auch, warum ich es abgegeben habe. Denn wie gesagt, es war einfach nicht meine Geschichte. Was ich sehr, sehr traurig finde, denn ich liebe Gina Showalter. Ich liebe ihre Bücher, aber na gut, es hat halt mit uns beiden nicht sein sollen. Machen wir weiter mit den nächsten beiden Büchern in diesem Paket. Und zwar sind das zwei Bücher, die zusammengehören. Und zwar ist das Marthas Widerstand und Marthas Mission, der erste und zweite Teil von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, gibt es einen dritten? Ist das nur eine Dilogie? Ich bin an diese Reihe ehrlich gesagt nicht so angebunden. Ich wollte sie noch lesen, bin aber bis jetzt auch noch nicht irgendwie dazu gekommen, mir die Bücher mal irgendwie zu besorgen und zu kaufen.
Und ich finde, dass das auch echt nach einer richtig coolen Geschichte klingt. In dieser Geschichte geht es um Martha und Martha sitzt im Gefängnis. Und in der Welt, in der Martha lebt, ist es so, dass sie 7 Tage lang immer in eine andere Zelle verlegt wird. Und jeden Tag kann das Volk entscheiden, ob sie freigesprochen wird oder halt zum Tode verurteilt. Und jede Zelle, in die Martha wandert von Tag zu Tag, wird kleiner. Und auch ihre Hoffnung quasi schwindet von Tag zu Tag auf einen Freispruch. Doch es stellt sich die Frage, was wäre, wenn das alles beabsichtigt ist? Was wäre, wenn mehr dahinter stecken würde? Und das ist es, worum es in diesem Buch geht. Es stellt sich hier die Frage, was steckt genau hinter diesem Plan von Martha? Und ja, mehr kann ich zum Buch, wie gesagt, auch nicht sagen. Ich habe die Bücher auch noch nicht gelesen und ich finde aber, das klingt echt nach einer richtig interessanten Geschichte. Und ein Buch ist noch in diesem Paket und zwar ist das Revenge, Sternensturm von Jennifer Armentrout. Ihr wisst, ich liebe diese Reihe und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als der Verlag mir gesagt hat, sie schicken mir das Buch hier zur Verlosung. Und ich glaube, ich brauche zu diesem Buch nichts weiter sagen. Ich liebe Revenge, ich liebe Luke, ich liebe Obsidian. Und jeder, der dieses Schätzchen hier besitzen möchte, schreibt mir einfach warum. Damit wären wir dann beim 5. und letzten Buchpaket. Und das ist auch wieder ein Buchpaket, was gemischt ist aus Liebesgeschichten und Jugendbüchern. Und fangen wir mit den Liebesgeschichten auch hier an. Und das erste Buch, was sich in diesem Paket befindet, ist Save Me von Mona Kasten. Das ist auch eins von meinen aussortierten Büchern. Und ja, ich habe Save Me damals aussortiert, weil es einfach auch nicht meine Geschichte war. Ich hatte mir was anderes von dieser Geschichte erhofft und mir war das Ganze auch noch so ein bisschen zu jugendlich. Deswegen habe ich mich entschieden, Save Me wieder abzugeben und noch mit an einen von euch zu verlosen. Ich weiß, dass dieses Buch letztes Jahr mega gehypt war. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der es noch nicht gelesen hat. Und ja, Save Me ist Buch Nummer 1 in diesem Paket und ich glaube, ich brauche auch hier zum Inhalt nichts weiter sagen. Jeder von euch dürfte Save Me irgendwie in irgendeiner Art und Weise kennen und wissen, worum es geht. Dann haben wir in diesem Buchpaket auch nochmal Juli verteilt das Glück und findet die Liebe. Ich glaube, hier brauche ich jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Und das dritte Buch in diesem Paket ist Broken Darkness von M. O'Keefe und dieses Buch ist ja jetzt auch im Januar erst erschienen. Es kommt jetzt im Februar Gott sei Dank auch der zweite Teil raus und diese Geschichte war echt richtig krass. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand die Geschichte einfach nur mega gut. Es gab so ein, zwei kleine Momente, wo ich mir so Hand vor Kopf klatsch. Aber ich fand die Geschichte einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Charakterentwicklung toll. Das Ende war so ein mega fieses Ende. Das war so ein Ende mitten im Satz. Und ich bin so gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Und ich freue mich, dass ich dieses Buch mit an euch verlosen darf, denn das ist echt ein richtig tolles Schätzchen hier. Und ich habe mich so gefreut, als der Verlag gesagt hat, ja klar, komm, ich gebe dir eins für die Verlosung. Und ich dachte so, wow, mein Gott, wie cool ist das denn? Und ja, Broken Darkness ist Buch Nummer 3. Wenn ihr mehr zu diesem Buch wissen wollt, schaut in meinem Video dazu vorbei. Ich habe das Buch ja schon gelesen. Da erfahrt ihr dann mehr. Und ja, ich mochte das Buch. Ich fand die Geschichte richtig, richtig toll. Und das waren die Liebesromane. Jetzt habe ich noch 3 Jugendbücher, die in dieses Paket gehören. Und zwar gehören in dieses Paket nochmal Bienenkönigin von Claudia Fraxmeier und Home von Eva Siegmund. Und das letzte Buch, was noch mit in dieses Paket gehört, ist White Maze von June Perry. Ich habe dieses Buch ja gelesen und geliebt und gefeiert und gehypt. Und ich fand diese Welt, die die Autorin hier erschaffen hat, einfach nur richtig, richtig gut. Ich fand die Geschichte gut, ich fand die Charaktere toll. Und ja, ich liebe, liebe, liebe White Maze. Und ich habe mich so gefreut, als der Verlag gesagt hat, komm, du kannst eins haben und du kannst es mit verlosen. Und oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Denn es ist eine so unglaublich tolle Geschichte. Und ja, ich liebe White Maze und ich hoffe, ihr freut euch so wie ich über diese Bücher, die ich an euch verlosen darf. Und ich hoffe, ich habe eine gute Mischung gefunden und es ist für jeden irgendwie in irgendeinem Paket irgendwo was dabei. Wenn es jetzt natürlich so sein sollte, dass ihr sagt, ja, hey, okay, das Paket finde ich cool, aber das Buch habe ich schon, dann ist es leider so, dann kann ich es nicht ändern. Ich kann die Pakete jetzt nicht nochmal neu mischen oder neu zusammenstellen oder irgendwas. Dann nehmt das Buch einfach und verschenkt es weiter. Macht jemand anderen damit eine Freude. Und das waren sie, meine 5 Buchpakete. Und wie gesagt, wenn ihr eins von diesen Paketen haben wollt, dann schreibt einfach das Paket und warum ihr das Buch haben wollt in die Kommentare. Ihr könnt euch natürlich auch für mehrere Pakete bewerben. Dann schreibt einfach, warum ihr die Pakete haben wollt jeweils. Und ja, ich berücksichtige das Ganze dann mit bei der Auslosung. Ich denke, es versteht sich, dass jeder nur ein Paket gewinnen kann. Ich glaube, das muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal extra sagen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video hier und den Büchern eine Freude machen. Und
Ich freue mich. Und nochmals vielen, vielen Dank an alle Verlage. Vielen Dank an euch, an meine Abonnenten. Denn ohne euch wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.